eigentlich hätte am mehr oder weniger gefühlten letzten Handelstag vor Weihnachten zumindest mal was Weihnachtlicheres besser gepasst, aber in Tokio ist es manchmal schwer, das Richtige zu finden. Hin und wieder sieht man mal jemanden im entsprechenden Weihnachtsdress. Vielleicht gelingt uns das, jemanden einzufangen hier im Hintergrund, aber schon beim Weihnachtsbaum wird das schwer. Und ich war vorhin eigentlich an einer anderen Stelle und hatte einen so schönen Weihnachtsbaum da mal gesehen im letzten Jahr. Dieses Jahr haben sie gesagt, wir machen da was ganz Doofes hin. Es war nicht wirklich ein Ersatz. Also insofern verpassen wir da nichts. An den Märkten verpassen wir allerdings im Moment starke Bewegungen. Was nicht so sehr wundern sollte, denn mit dünnem Volumen ist es einfach so, dass schnell mal eine Bewegung aufkommen kann. Heute Morgen ging es noch relativ stark und deutlich überzeugend nach oben. Das war eigentlich ein schönes Zeichen. Dann hatten wir heute um 14.30 Uhr Daten. Die Durable Good Orders, die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter, die haben enttäuscht. Und zwar deutlich, da kann man sich fragen, wer hat eigentlich immer diese Erwartungen? Wie kommt das zustande? Wer saugt sich da irgendwelche Zahlen aus dem Finger? Dass das so stark abweicht, ist ja schon fast nicht mehr realistisch. Aber so ist es gekommen. Tatsächlich, die Meinungen sind weit weg, oder die Vorahnungen sind weit weg gewesen von dem, wie es nachher rausgekommen ist. Der Markt hat es abgestraft. Heftige Bewegung nach unten, nichts mit Drama, aber zumindest mal steil nach unten. Und dementsprechend ist der ein oder andere Marktteilnehmer erstmal erschrocken und hat gesagt, wer weiß, was jetzt wieder passiert. Das ist allerdings noch gar nicht so negativ in dem Sinne, denn auch in einer Aufwärtsbewegung gibt es ja Abwärtsbewegungen und Teile dieser Abwärtsbewegung, eine ABC beispielsweise, sind ja durchaus auch dynamisch. Also was haben wir gesehen? Eigentlich nichts anderes, Außergewöhnliches oder nichts anderes als eine, vielleicht den ersten Teil einer echten normalen Korrektur. Oder es ist vielleicht doch mehr. Wir werden es nachhinein erst rausfinden können. Vor Weihnachten, denke ich mal, wird das schwer sein, denn so viel haben wir da nicht mehr und es fußt nicht auf so vielen Marktteilnehmern, wie das normalerweise der Fall sein sollte. Dementsprechend will ich auch gar nicht mehr lange um den heißen Brei rumreden. Wer jetzt noch handeln möchte, super gerne, aber auf jeden Fall mit Stops, denn was auch immer der Markt macht, keiner hat einen Plan, was da passiert aktuell. Wir wissen es halt einfach nicht und deshalb die Bewegung, wenn man sie aufschnappen kann, genießen. Und wenn sie dann in die falsche Richtung weitergeht, dann einfach sagen, naja, so what, dann mache ich halt nach dem Stop eine neue Position auf, vielleicht in die andere Richtung, je nachdem. In diesem Sinne bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als im Namen natürlich hier von Finanzmarktwelt.de, dem gesamten Team, aber auch meinem Team hier bei Born Traders, beziehungsweise viele kennen das ja mit dem Born for Trading, beziehungsweise hier das Trade des Tages. Sie sehen, es ist nicht so einfach, beziehungsweise hier mit dem Trade to Go. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießen Sie es, wie Sie es für richtig halten, im Kreise Ihrer Lieben. Erfreuen Sie sich der freien Tage. Vielleicht gucken Sie ein bisschen drauf, denken Sie dran, zweiter Weihnachtstag ist in Amerika schon wieder offen. Also man hat da die Möglichkeit, schon wieder ein bisschen mal Börsenluft zu schnuppern und gegebenenfalls sich auch vorzubereiten auf das, was im neuen Jahr da kommen mag. In diesem Sinne nochmal ganz herzlich an dieser Stelle herzlichen Dank auch für dieses Jahr, für Ihre treue Begleitung. Im nächsten Jahr geht es ja weiter. Am Freitag und am Montag erlauben wir uns hier keine Beiträge auf dieser Stelle hier zu bringen. Zumindest was meine Person angeht und was den Trade des Tages angeht. Zumindest mal nicht. Genießen Sie die Zeit ein bisschen. Kommen Sie gut rein ins neue Jahr. Und dann wollen wir mal gemeinsam gucken, ob wir im nächsten Jahr vielleicht richtig was reißen können. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr für alle.